Number 4, Klaus, you are cleared into the box. Smoke on. Smoke on, cleared into the box. So, Klaus Schmidt ist unterwegs mit seinem fetten Windflieger und er geht ins Rennen rein. Und die Frage ist, kann er die Bestzeit knacken? Er hat sich so viel vorgenommen, hochmotiviert ist er, das hat man das ganze Wochenende gemerkt, hat extra nicht zu Hause geschlafen, sondern ist ins Hotel gegangen. Und jetzt ist er im Anflug auf der Starttour. Sehr aggressiv rangegangen, jawohl, der will es wissen. Komm, eng genommen die Kurve, sehr schön. Rein in den Teil. Er hat weniger Power als die anderen, das wissen wir ja. Er fliegt mit seiner alten Maschine und er wartet darauf, dass die neue kommt. Händeringend wartet er aufs neue Flugzeug. Aber er will das wegmachen durch übermäßigen Einsatz und er gibt hier alles. Hammermäßig, wie er abzieht. Erste Zwischenzeit ist vorne. 17,56. 0,39 vorne. Hey! Sensationell! So, jetzt hoch. Komm, ich weiß, dir fehlt ein bisschen Power da in deinem Flugzeug. Aber das schaffst du, Klaus. Wunderschön genommen. Deine Fans hier unten, stehen, sie feuern dich an, auch wenn du es vielleicht nicht mitkriegst. Top Speed 381 eben. Boah, 8,4G. Sensationell. Also, die müssen echt was aushalten. Tor hat er gut getroffen. So, jetzt wieder ganz eng abgeflogen. Ganz eng weg. Direkt rein. Da muss er ganz gut aufpassen, dass er das nicht erwischt. Hat er erwischt. Anflug aufs nächste Tor. Ja, schön. Und jetzt geht's zurück nochmal zum Quattro. Und da stehen unsere Lichtschranken, die Laserschranken. Wo bleibt die Uhr stehen? Komm, Daumen drücken für Klaus Schmidt. Kann er seine Bestzeit halten? 1:11:98 sind vorgelegt. 1:10:11 ist vorne. Klaus Schmidt immer noch in Führung. Yeah! So, Klaus, jetzt drücken wir dir die Daumen. Vollgas, komm, die letzte Runde. Jetzt verschenkst du deinen Vorsprung nicht mehr, da bin ich mir ganz sicher. Klaus Schmidt, die letzten Meter. Das vorletzte Tor, Anflug aufs Ziel, wo bleibt die Uhr stehen? Gibt's deine neue Bestzeit? Ja! Number 4, Klaus, 1:32.19 and you have the lead. Yeah, was für eine Flugzeit, 1:32.19. Eng genommen die erste Kurve. Zeit für die zweite Chance für Steve Jones. Und da kommt er im Anflug. Im Sturzflug möchte ich fast sagen. Kommt er auf der Start- und Zieltour zu mit unseren roten Bullen. Da ist er durch. Jetzt geht's an für Steve Jones. Eng genommen die erste Kurve. Heiß wie das Wasser. Da hinten wird, wie gesagt, 13G auf den Körper. Dann das Knife und aufs Bett im Windtour und dann werden wir gleich die erste Zwischenzeit nehmen. Wenn ihr nämlich hier bei uns durch unser Quattro besiegt, 17,95 war die erste Zwischenzeit. Er hat ein bisschen was verloren, 15 hat er da verloren. Aber jetzt kommt dieser Teil, der ihm eigentlich normalerweise sehr gut liegt. Zweiter Anflug hier aufs Quattro. Sehr schön genommen und jetzt hoch, ab in die Luft. 360 und abgekippt die Maschine und Anflug auf Tor 8. Und die Frage ist, kann er hier diese Zeit wieder gut machen, die er da hinten verloren hat? Oder verliert er hier noch mehr? Tor 8 gut getroffen. Schön hochgegangen. Die halbe kubanische 8 sauber geflogen. Jetzt gerade gedreht. Gute Maschine, die er da hat. Auch die eignet sich wirklich für diesen Teil sensationell. Das Tor hat er gut erwischt. Zieht nach oben weg. Das ist auch eine Zeit, wenn man die nötige Kraft hat beim Motor, um da hochzuziehen. Sehr schön genommen, das Tor. Nächste Tor angeflogen. Auch wieder waagerecht. Eng abgedreht. Nochmal zurück zum Quattro und dann geht es hier wirklich in den Highspeed-Teil rein. Hier sehen wir ihn im Anflug bei uns. Spektakulär, diese Bilder. Jawohl. Er hat wieder verloren. 2,23 Sekunden liegt er jetzt hinten. Da hinten die Kurve hat er nochmal gut erwischt, aber diese 2 Sekunden, die kann er da natürlich nicht mehr holen. Jetzt der Anflug aufs Ziel und so bleibt die Uhr stehen. 1:35. Number 19, Steve. 1:35.43, second place. Erste gezeitete Runde am heutigen Samstag hier in Berlin beim Red Bull Air Race 2006, der Deutschlandpremiere. Und er ist mit im Rennen, ab geht die Post. So, jetzt gucken wir, was kann er hier reißen, unser Hollywood-Star. Schön genommen die erste Kurve, ganz eng, boah, hammermäßig.
gucken sich diese Aufnahme an auf dem Videowall. Nicht nur in der Luft, sondern das, was man dann auch drin sieht. Das ist sensationell, was die Jungs hier abziehen. Erste Zwischenzeit, einer verloren. 1,1 Sekunden ist er langsamer. 19.05 für Nigel Lamb an der ersten Uhr. Jetzt geht's durchs Quattro. Und hochgezogen. 360. Schönes Manöver. Und jetzt wissen wir erstmal, was die Zeit von Michael Gullien wert war, wie er davon rausgerissen hat als Erster. Aber ich hatte das gesagt, er war schon zweimal Zweiter und hat sich viel vorgenommen. So, das bei Ben Winter hochgezogen. Frage ist, kann er hier in diesem Mittelsektor was reißen? Kann er diese Zeit, die er da vorne verloren hat, die er gut eine Sekunde ausgemacht hat, wieder reinholen? Ich wage es fast ein bisschen zu bezweifeln. Michael Gullien, 1,33,25, das ist momentan die Bestzeit. 1,35,43, der Zweitplatzierte. Kann er sich da vorne noch einfliegen? Das ist die Frage. Zweite Zwischenzeit. Da hat er ein bisschen aufgeholt, er ist schneller geworden. Ja, er ist nur noch 19 dahinter. Nigel Lamb macht Power hier. Und wenn er jetzt den letzten Sektor richtig erwischt, dann ist noch eine Spitzenplatzierung drin. 1, 2 oder 3, das ist hier die Frage. Und was macht Nigel Lamb? Wo bleibt die Uhr stehen? 1,33 ist die Topzeit. Er ist auf dem Weg zur Uhr. Wo bleibt sie stehen? 1,34. Hier for take off, Sir Natalie. Number 10, Nigel, 1 minute, 34.86 seconds, second place. So, zweiter Abflug, Quattro, als Nigel Flug, hoch, 360, für die Nummer 55 für Paul Monon. Dieses Jahr schon 7. und 8. Platz, der in seinem Buch drin steht. 7. Mal in Abu Dhabi, 8. in Barcelona. Jetzt das entscheidende Tor 8, das man immer richtig erwischen muss. Weit ausgetragen, aber er dreht gleich richtig ab, er kriegt den richtigen Preis fürs nächste Tor, das hat er gut erwischt. Auch hier wieder ganz eng weg, um das Speed aufzunehmen. Dann waagerecht durchs Tor durch. Jawohl. Da hinten auch ganz eng weggegangen, jetzt wieder der Anflug auf unser Quattro und dann kriegen wir die zweite Zwischenzeit. Die Frage ist, wo wird die Uhr noch stehen bleiben? Paul Monon kann er die Bestzeit schreiben. 1:10:11, da ist er schon drüber. Nein, 2,63 Sekunden langsam, aber die Bestzeit hält für Klaus Wolff. Er ist extrem weit und der ist unheimlich über Boden, also der verschenkt da kein Meter. Extremes Risiko, was Paul Monon hier geht. Großer Sport, den er uns hier zeigt. Und jetzt das letzte Tor. Anflug auf unsere roten Polen. Wo bleibt die Uhr stehen? Bei 1,34,95, vierter Platz.